Liebe Geschwister, wenn wir gute Taten tun, dann mögen wir diese auch tun in der Absicht, eines Tages Allah Ta'ala darum zu bitten, dass er einem einen Ausweg aus einer schwierigen Situation bereitet. Und das entnehmen wir aus einem Bericht, den Imam Bukhari verifizierte, nämlich dass der Prophet davon berichtete, von dreien, die in einer Höhle eingeschlossen waren. Von dreien, die in einer Höhle eingeschlossen waren. Und sie kamen zum Entschluss, dass sie nun Allah Ta'ala bitten mögen, anhand oder durch ihre guten Taten, die rein für Allah Ta'ala begangen wurden, auf dass sie einen Ausweg aus der Höhle finden mögen, auf dass die Versperrung, ja, der Schutt quasi weiterrollt und den Höhleneingang freigibt, ja, nachdem diese dort eine Unterkunft gesucht haben. Und einer von ihnen, die meisten von uns kennen den Hadith, er berichtete, wie er gütig und ehrerbietig seinen Eltern gegenüber gewesen ist. Und der Höhleneingang, ja, legte sich etwas frei. Ja, er sagte das im Dua: O Allah, wenn ich das für dich getan habe, ja, dann verschaff uns einen Ausweg. Und ein anderer berichtete, wie er kurz davor war, Unzucht zu begehen, weil er die schwierige Lage einer Frau auszunutzen suchte, aber dann die Worte "Fürchte Allah" hörte von der Frau und es dann nicht tat. Und auch noch dieser Frau dann finanzielle Unterstützung geschenkt hat, ohne Gegenleistung, ohne Erwartung irgendeiner Gegenleistung. Und der Eingang, er weitete sich um ein weiteres Mal. Und jemand anderes, der erzählte, dass er ehrlich gewesen ist und das zu seinem finanziellen Nachteil, aber er war ehrlich gewesen und übergab jemandem das Ergebnis einer Investition, und diese Person nahm alles und bedankte sich mit keinem Cent, ja, und er sagte: O Allah Ta'ala, wenn ich das für dich getan habe, so schenke uns den Ausweg. Sinngemäß, wie gesagt, den Wortlaut könnt ihr in Bukhari nachlesen. Und dann am Ende haben die drei einen Ausweg bekommen aus einer eigentlich ausweglosen Lage. Die nächste Schwierigkeit, liebe Geschwister, die wird sicherlich kommen, weil Allah Ta'ala verspricht uns Herausforderung. أَوَلَا يَرَوْنَا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنَ. Sehen Sie denn nicht, dass Sie jedes Jahr ein- oder zweimal geprüft werden? ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ja, und Sie bereuen nicht und Sie denken nicht nach, im Sinne von bereut und denkt nach, ja, dies wird euch auch einen Ausweg geben oder einen Ausweg aus euren Prüfungen. Oder diese Prüfungen werdet ihr auf diese Art und Weise auch überstehen. Allah Ta'ala verspricht uns also, dass wir geprüft werden, dass wir in schwierige Lagen kommen. Welche Taten haben wir vorbereitet für die nächste Prüfung? Auf dass Allah Ta'ala uns einen Ausweg geben möge. Und haben wir die rein für Allah Ta'ala getan? Überlegen wir in Bezug auf die Vergangenheit. Und überlegen wir noch besser in Bezug auf die Zukunft. Was können wir jetzt noch weiteres tun? Alhamdulillah, ich habe einen Vorschlag für euch heute. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Ahmed überlieferte und weitere Gelehrte nach ihm auch verifizierten: Man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini ila tu'amihi wa sharabihi hatta yastaghniya an wajabat lahu al-jannah al-batta. Wer ein muslimisches Waisenkind versorgt mit Essen und Trinken, der bekommt was? Für ihn ist das Paradies sicher geschrieben. Für ihn ist das Paradies sicher geschrieben. Liebe Geschwister, ich habe Post bekommen, ja, um euch zu ermutigen. Ich habe Post bekommen von Islamic Relief. Alhamdulillah, sehr geehrter Herr Johari, ja.
Und das ist mein erster Bericht von meinem Waisenkind, was ich aufgenommen habe. Alhamdulillah. Ich bin quasi im übertragenen Sinne nochmal Vater geworden. Ja? Und hier habe ich meinen Jungen, ja, der regelmäßig zur Schule geht, der gute Schulnoten hat. Das ist ein Bericht, ja, der Alhamdulillah gesund ist und keine besonderen Bedürfnisse hat, noch mit seiner Mutter lebt. Ja, sein Vater, Rahimahullah, ist verstorben. Das ist unser Bruder Ali, ich will seinen Nachnamen nicht nennen. Ja, und ja, hat Alhamdulillah sauberes Trinkwasser und ausreichende Stromversorgung. Und ich erwarte Gutes von Allah Ta'ala. Im Jenseits wie auch im Diesseits. Natürlich werden einige von euch denken, ja, warum macht er seine Tat denn nicht im Verborgenen? Ja, weil man gute Taten auch publik machen soll, wenn man dadurch Leute ermutigt, selbiges zu tun. Ja, und vielleicht auch um dem einen oder anderen den Gedanken zu nehmen, ja, warum macht er es denn nicht selber? Ja, auch um euch also zu helfen. Und man wird umfassend informiert und man hat seinen Berater und ja, Alhamdulillah, ist übrigens keine Schleichwerbung für Islamic Relief, allein, ja, macht dasselbe bei Muslime, helfen, macht dasselbe bei anderen vertrauenswürdigen, professionellen, erfahrenen, zertifizierten Hilfsorganisationen, kommt letztendlich auf dasselbe hinaus. Aber die Werbung gilt der Tat. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist oft mit gutem Beispiel öffentlich vorgegangen, ja, vorangegangen, und um Leute zu ermutigen. Ja. Was bekommt also derjenige, der sich um Waisenkinder, um die Aitam, Yatim in der Einzahl kümmert? Übrigens, Yatim in der arabischen Sprache in Bezug auf Menschen bezieht sich eigentlich auf jemanden, der seinen Vater verloren hat. Ja, aber die Gelehrten haben auch eine Übertragung vorgenommen und sehen eine Anwendung in Bezug auf diejenigen, die auch ihre Mutter verloren haben und natürlich erst recht in Bezug auf diejenigen, die beide Eltern verloren haben. Ja, also wie gesagt, derjenige, ich habe einen Teil hier ausgelassen, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der ein muslimisches Waisenkind mit Essen und Trinken versorgt, bis dieser selbstständig ist. Ja, das war das, was ich jetzt habe vergessen wiederzugeben. Ja, für den ist das Paradies ja, verpflichtend. Ja, also das Paradies ist ihm eine Pflicht, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wir vernachlässigen. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele einsame Kinder ohne Vater und oder ohne Mutter beziehungsweise ohne Mutter. Und die Möglichkeiten zu helfen sind vielfältig, liebe Geschwister. Ja, man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss keine Organisation gründen und sich mit allen möglichen Papierkram herumschlagen und Logistik und Umsetzung, sondern man kann Alhamdulillah sagen, ah, die Organisation steht schon und die ist begutachtet und sie ist transparent und bekannte Geschwister arbeiten dort etc. etc. Ich leiste meinen finanziellen Beitrag und ja, es ist leicht geworden, liebe Geschwister. Aber in unseren Ländern, subhanallah, wie oft sind die Hilfspakete von anderen Hilfsorganisationen? Und wie oft ist ein Kreuz drauf? Oder wie oft ist irgendwie, ja, irgendwie Schleichwerbung für andere Staaten drauf? Und das sollte uns beschämen, liebe Geschwister. Und jeder sollte versuchen, jeder sollte sich selbst fragen, welchen Beitrag kann ich persönlich leisten? Welchen Beitrag kann ich persönlich leisten? Und der Prophet, wie gesagt, er warnte davor, dass man die Waisen und die Witwen vernachlässigt. Er sagte, Allahumma inni uharriju haqqad du'ifain al-yatim wal-mar'ah. Er sagte, O Allah, ich habe gewarnt, ich habe betont in Bezug auf die Rechte der beiden Schwachen. Und er gab weiter die Waisenkinder und die Frau. Ja, auch die Frau kann in schwierigere Lagen hineinkommen. Und das sieht man auch empirisch bestätigt. Und was bekommt man, liebe Geschwister? Nicht nur einen jenseitigen Lohn. Nicht lediglich einen jenseitigen Lohn. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Bukhari überliefert,
هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم. Er fragte herausfordernd: Bekommt ihr denn den Sieg verliehen? Oder bekommt ihr denn Versorgung? Außer durch eure Schwachen unter euch? Im Sinne von, wenn ihr euch um die Schwachen unter euch kümmert, dann verleiht euch Allah Ta'ala Sieg. Dann versorgt euch Allah Ta'ala. Ja, das heißt, das ist auch eine frohe Botschaft für diejenigen, die sich um die Schwachen in der Gesellschaft kümmern. Eine frohe Botschaft, dass Allah Ta'ala ihnen Sieg verleihen wird. Und eine frohe Botschaft auch, dass Allah Ta'ala ihnen Versorgung wird geben. Ja? Und ich freue mich auf die Versorgung, die Allah Ta'ala für mich vorbereitet hat. In Bezug auf oder in Verbindung mit dieser Tat. Und ich freue mich auf seine Unterstützung. Ja, das sind Worte von seinem Gesandten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manchmal, liebe Geschwister, das Herz hat man manchmal nicht so unter Kontrolle. Manchmal verhärtet es sich, ohne dass man es will. Manchmal verkrustet es etwas. Man weiß, man sollte eigentlich etwas fühlen, man fühlt es aber nicht. Ja? Und da gab der Prophet auch mit, sallallahu alaihi wasallam, zwei Taten, ja, um das Herz wieder zu positiv zu erweichen, ja, um es wieder sanft zu machen. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Ahmed überlieferte und Ibn Hajar al-Asqalani hat diesen Hadith auch als Hassan verifiziert. In aratta talbina qalbik fa'at'im al-miskin wamsah ra's al-yatim. Wenn du das Erweichen deines Herzens begehrst, dann versorge die Bedürftigen und streichle über den Kopf des Waisenkindes. Ja, das heißt, man kann materiell handeln im Sinne von überweisen, versorgen. Ja? Die materielle Hilfe kann man zukommen lassen. Aber der Mensch braucht nicht nur materielle Hilfe. Der Mensch braucht nicht nur materielle Hilfe. Ja, es ist so eine Binsenweisheit, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, aber dass wenn Kinder nach der Geburt keine Streicheleinheiten bekommen, ja, dass sie sterben. Man sagt es, schlagt es nach, ich werde es nächstes Mal auch nachschlagen, fiel mir jetzt gerade spontan ein, aber jeder von uns weiß, wir Menschen, wir brauchen Liebe. Wir brauchen Zuwendung. Ja. Und für diejenigen, die vielleicht finanziell nicht die Möglichkeiten haben, aber sie haben die Möglichkeiten, ja, Kinder zum Lachen zu bringen, mit ihnen zu spielen, ja, ihnen etwas beizubringen, ja, und ihnen, wie gesagt, über den Kopf zu streicheln. Der Prophet versprach, sallallahu alaihi wasallam, dass das Herz dadurch weich wird, im positiven Sinne. Ja, wir haben ja vor einem guten Monat über die Eigenschaften des Herzens gesprochen, dass Allah Ta'ala es mit Glas, ja, vergleicht im Koran. Ja, und Glas ist hart, Alhamdulillah. Wir müssen auch hart sein, um Wahrheit überhaupt fassen zu können. Ja, aber wir müssen auch gleichermaßen muss das Herz auch weich sein, um empfinden zu können. Und subhanallah, eine Steigerung der Verkündung der frohen Botschaft, dass man das Paradies erhält, wenn man sich um Waisen kümmert, gab der Prophet in seinen folgenden Worten mit, die auch in Bukhari aufgenommen worden sind. Der Prophet sagte nämlich, sallallahu alaihi wasallam, Ana wa kafilul yatim fil janna hakadha. Er sagte, ich und derjenige, der sich um ein Waisenkind kümmert, sind so. Ja, und er hob seine beiden Finger, den Mittelfinger und den Zeigefinger und den Mittelfinger. Ja, einige Überlieferungen, die ich nicht verifizieren konnte in der Zeit, sagen, dass ein kleiner Spalt zwischen den Fingern gewesen ist. Und andere Überlieferungen, sie sprechen nur davon, dass er gesagt hat, wie die Finger, und er erhob diese beiden Finger. Ja, so, dass man im Paradies nicht nur sein wird, irgendwo, ja, sondern dass man quasi der Nachbar, der enge Nachbar vom Propheten sein wird, sallallahu alaihi wasallam, wenn man sich um ein Waisenkind kümmert. Wollt ihr auch Post bekommen, ja? Wollt ihr auch Post bekommen? Ja, geht auf die Webseite. Ja, von Muslime helfen, von Islamic Relief. Ja, das sind so die beiden bekannteren hier in Deutschland. Und dort sucht ihr euch schon ein Waisenprogramm aus. Und es gibt verschiedene, ja,
Möglichkeiten, verschiedene Preisklassen auch, je nachdem, wo das Kind lebt und die damit verbundenen Lebenshaltungskosten, die zu bewältigen sind. Ja? Ich habe aus dem Bauch heraus mich für ein Kind entschieden, was in Tschetschenien aufwächst. Teilweise auch, weil diese Gegend etwas vernachlässigt wird. Ja, ist aber nur ein Bauchgefühl. Ist nur ein Bauchgefühl und noch andere Gründe, die ich hatte. Und lasst uns um gute Taten wetteifern, liebe Geschwister. Und es ist nicht, ja, man kann schon mit ca. 30 Euro monatlich dabei sein. Und es ist nicht viel, subhanallah. 30 Euro monatlich sind für uns, ja, vielleicht einmal auf irgendetwas verzichten, was man sich ansonsten gekauft hätte. Und vielleicht zweimal warm essen gehen draußen, ja, anstatt dass man das bessere Essen zu Hause isst. Ja. 30 Euro ist auftreibbar, wirklich auftreibbar. Ja. Und wie gesagt, wenn man die Verantwortung erstmal aufnimmt, ja, Allah Ta'ala lässt einen dann auch die Verantwortung tragen. Und umgekehrt, merkt euch das, nicht du trägst die Verantwortung, sondern die Verantwortung trägt dich. Wenn Menschen keine Verantwortung tragen, sind sie nicht getragen. Die Verantwortung gibt den Menschen eine Bahn, eine Struktur, einen sicheren Boden. Wenn wir verantwortungslos, wortwörtlich leben, ja, dann hat unser Leben auch keinen Sinn. Wir haben keine Struktur, die wir als Mensch auch brauchen. Liebe Geschwister, ich werde in den letzten Wochen vermehrt darauf aufmerksam gemacht, dass manchmal es vorkommt, dass Leute mit ihrem Handy spielen während der Khutba. Ja, oder manche vielleicht etwas lauter sind oder sich ablenkend verhalten oder simsen oder was auch immer. Ja? Der Lohn geht dann vom Freitagsgebet eventuell ganz verloren. Ja? Eventuell hat man nur ein gewöhnliches Mittagsgebet, was auch schon Alhamdulillah etwas ist, aber zusätzlich, wenn man auch noch andere ablenkt, ja, dann hat man nicht nur sich selbst geschadet, sondern auch noch anderen. Ja, das heißt, wir achten auf das korrekte Verhalten beim Freitagsgebet und auch diejenigen, die draußen parken. Mir wurde leider mitgegeben von Verantwortlichen, sag auch im Speziellen einige Taxifahrer. Ja, ich weiß, ihr seid sehr vieles gewohnt, sehr Hartes gewohnt, aber hier müssen wir darauf achten, dass wir die Rechte unserer Nachbarn, nicht lediglich die Rechte unserer Geschwister, weil wir können manchmal, wir haben vielleicht mehr Sinn für das Freitagsgebet und dann fällt uns die Vergebung leichter oder das Geduld ausüben leichter. Ja, wenn wir hier Woche für Woche Rechte von Nachbarn beschneiden, ist das keine, ja, ist das erstens eine Sünde bei Allah Ta'ala und zweitens auch läuft das unserem Dawa-Willen, ja, zuwider. Ja. Ganz easy, liebe Geschwister. Und wer keine 30 Euro monatlich hat, der hat vielleicht 10, der hat vielleicht 5. Und ein Dauerauftrag ermöglicht einem, die Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam umzusetzen, dass die regelmäßige Tat, auch wenn sie gering erscheint, bei Allah Ta'ala höherwertiger ist als unregelmäßige Taten, ja, die mit einer gewissen Masse, also die eine größere Tat, die aber unregelmäßig verrichtet wird. Ja, und man wird durch die Kontoauszüge daran erinnert. Man weiß monatlich, ja, das Konto muss gedeckt sein. Ja, ansonsten ist das Waisenkind, was man aufgenommen hat oder was man finanziert, ja, traurig. Ansonsten kam man seiner Verantwortung nicht nach. Ja? Das heißt, ein Dauerauftrag, jeder von uns sollte einen Dauerauftrag haben. Ein oder zwei oder drei, ja, vielleicht diese Organisation oder jene Organisation oder dieses Projekt oder jenes Projekt. Und wie gesagt, 10 Euro hier, das spielen wir doch alle, wenn wir mal Urlaub machen. Ja? Und dann kommen wir alle als Geizkragen zurück, sagen, was? Dafür gebe ich keine 5 Euro aus. Man hat sich an die Verhältnisse, ja, im Urlaubsland gewöhnt. Aber doch, dieses Geld ist eine Menge wert. Und über die Hälfte der Menschheit, liebe Geschwister, lebt von 1 Euro pro Tag. Oder sogar 1 Dollar pro Tag war es gewesen. Ja, so von 87 Cent pro Tag. Über die Hälfte der Menschheit. Wenn man dort 10, 20, 30 Euro hinkommen lässt, ja, über vertrauenswürdige und professionelle Organisationen. Subhanallah. All die Taten dieser Personen liegen dann auf der eigenen Waagschale. Sie, ja, haben auch diesen Durst, ja, diesen allein aus Überlebenswillen heraus. Die sind jeden Tag in der Schule.
auch wenn sie ein bisschen krank sind, sie gehen zur Schule. Ja, hier, ich weiß genau Bescheid. Ja. Mein Waisenkind Ali, der ist fleißig, der ist in der Schule. Das ist mein erster Bericht, den ich bekommen habe. Ja. Die werden Großartiges vollbringen, inshallah. Und wir sind dann diejenigen, die ihnen das ermöglicht haben. Und so wächst auch die Umma zusammen. Ja. Und eines Tages begegnet man sich vielleicht. Ja. Vielleicht, wenn ich alt und gebrechlich wurde, ist er dann derjenige, der mich vielleicht versorgt. Ja. Und so wächst die Umma zusammen. Ah, irgendjemand da aus Deutschland. Ja. Und der guckt genau auf die Karte, wie ich auch auf die Karte mit meiner Familie geguckt habe. Ja, genau. Wo genau ist da Tschetschenien, ja, Groschny und so weiter, ja. Und dann er guckt auch, wo genau ist eigentlich nochmal Deutschland? Und dann guckt er auf die Karte und sagt, ah, guck da, dort kommt mein Geld her. Ja? Also es kommt von Allah Ta'ala, aber da ist die Zwischenstation gewesen. Es ist ein schönes Gefühl, liebe Geschwister. Es ist ein schönes Gefühl. Ja? Und ich möchte das Gefühl mit euch teilen und inshallah werdet ihr das selber erleben. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich möchte über den Hadith sprechen, über den Abu Dawud sagte, dass der Islam auf vier Hadithen aufgebaut ist. Und einer von diesen Hadithen ist der folgende. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, إن الحلال بين وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتْ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتْ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam in einem authentischen Hadith, wahrlich das Erlaubte, Al-Halal, ist klar und das Verbotene, Al-Haram, ist auch klar. Und zwischen beiden gibt es zweifelhafte Dinge, die viele Menschen nicht kennen. Wer also die zweifelhaften Dinge meidet, der hat sich für seine Religion und seine Würde freigesprochen. Und wer in zweifelhafte Dinge verfällt, gelangt in das Verbotene. Wie der Hirte, der seine Tiere um den geschützten Platz des Herrschers herum hütet. Es kann sein, dass sie hineingeraten. Wahrlich, jeder Herrscher hat einen geschützten Platz. Und Allahs geschützter Platz ist die von ihm sind die von ihm verbotenen Dinge. Wahrlich, im Körper gibt es einen Fleischklumpen. Wenn er in Ordnung ist, dann ist der ganze Körper in Ordnung. Und wenn er verdorben ist, dann ist der ganze Körper verdorben, ohne Zweifel. Es ist das Herz. Das Erlaubte ist klar, das Verbotene, liebe Geschwister, ist klar. Und dazwischen gibt es Dinge, über die viele Menschen nicht Bescheid wissen. Die Gelehrten haben diesen Hadith auf drei, oder diesen Abschnitt des Hadithes, verschiedentlich verstanden. Manche sagten, dass dieser Zwischenbereich auch zu dem Verbotenen gehört. Dass dieser Zwischenbereich auch zu dem Verbotenen gehört. Mit dem Argument, dass derjenige, der sich dessen enthält, seine Religion geschützt hat und seine Würde. Manche haben gesagt, nein, auch dieser Bereich gehört noch zum Erlaubten. Und sie argumentierten mit der Stelle, dass ja der Hirte immer noch in diesem geschützten Bereich ist. Und manche haben gesagt, weder noch, sondern wir müssen es bei dem nennen, ja, und das ist dann ihre Perspektive, ihr Beleg, an dem sie sich hauptsächlich klammern, weil der Prophet es als zweifelhaft einstufte und weder noch als erlaubt oder als verboten, müssen wir es auch dabei belassen und dürfen es weder dem einen noch dem anderen zuordnen. Aber sicher ist, wie Imam an-Nawawi gesagt hat, dass derjenige, der sich dessen enthält, ja, er ist im sicheren Bereich. Er hat also seine Religion
geschützt, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und darüber hinaus auch sich vor den Menschen geschützt, denjenigen, die dann anfangen würden zu reden. Also er brachte seine Würde in Sicherheit. Ja, so wird man durch das Gerede der Unwissenden geschützt. Man hat also zwei Vorteile, wenn man sich von diesem Zwischenbereich fernhält. Seine Religion geschützt, wie auch, dass man sich vor dem Gerede der Menschen geschützt hat. Ja? Und Imam Ali, radiallahu anhu, er, wie alle anderen Khalifen vor ihm, auch ein Imam, er sagte, nimm dich in Acht vor dem, wofür in den Herzen der anderen schon Ablehnung herrscht. Magst du auch eine Entschuldigung dafür haben, denn so mancher Zuhörer, der dein Tun ablehnt, der wird deine Entschuldigung nicht verstehen oder der wird deinen Grund nicht verstehen. Und überliefert wird in diesem Zusammenhang, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn man sich im Gebet befindet und es passiert etwas, also man verliert seine Gebetswaschung, Wind kommt raus, man bläht, dann möge man das Gebet auf diese Art und Weise verlassen, sich die Nase zuhalten, Entschuldigung, nicht so, sondern so, damit andere nicht sagen können, er hat Blähungen im Gebet gehabt, sondern dass Leute denken, es war Nasenbluten, was ihn dazu bewegte, das Gebet zu verlassen, um sich eben von solchem Gerede zu schützen. Ich darf aber beobachten, liebe Geschwister, dass in unserer Umma sich teilweise auch ausgebreitet hat, dass das Gerede der Menschen einziger Maßstab ist. Und dass man dafür sogar selbst nützliche und sowieso schon erlaubte Dinge nicht angeht oder diese sogar meidet, zu seinem eigenen Schaden, ohne dass es einen religiösen Grund gibt. Ja? Weil die Leute könnten ja anfangen zu reden. Ja, was denken denn die Leute? Was werden denn die Leute sagen? Und da brauchen wir auch ein gesundes Verständnis, wann überhaupt dieses Gerede seinen berechtigten Platz hat. Oder wenn man einfach sagen muss, dann lass die Leute reden. Aber deswegen werde ich auch nicht auf eine erlaubte Sache verzichten und deswegen werde ich mir doch keinen Schaden zufügen oder sogar anderen anraten, dass sie irgendwie sich selbst schaden mögen, ja, weil die Leute könnten ja dieses oder jenes sagen. Und der Prophet sagte ja auch, sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar, tarkuhu ma la ya'ani. Er hat zum guten Islam einer Person gehört, dass sie auch das lässt, was sie nichts angeht. Und das muss man auch manchmal Leuten sagen. Bruder, Schwester, das geht dich nichts an. Das ist, damit brauchst du dich nicht zu befassen. Das hat nichts mit dir zu tun. Ja? Und wenn Leute anfangen zu reden über das, was sie nichts angeht, dann möge man auch diesen Hadith zitieren und sagen, sag lieber diesen Leuten, sie sollen aufhören, über das zu reden, was sie nichts angeht. Anstatt, dass du zu mir kommst und sagst, hör auf, dieses oder jenes zu machen oder unternimm dieses oder jenes nicht, obwohl es offenkundig bekanntermaßen erlaubt ist und ein Nutzen damit auch verbunden ist. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn das Herz gut ist, ist der gesamte Körper gut. Und im übertragenen Sinne, liebe Geschwister, wenn unsere Seele gut ist, dann werden auch alle unsere Taten gut sein. Und das, liebe Geschwister, wird uns ein besonderes Geschenk ermöglichen, dass wir nämlich einen inneren Kompass haben. Einen inneren Kompass haben, der uns durch Situationen begleitet, wo wir vielleicht nicht Zugang zu einem Gelehrten haben. Ja? Oder wo vielleicht ein Gelehrter sagt und auch Belege dafür hat, geh, mach dieses oder jenes. Aber man hat immer noch ein seltsames Gefühl. Und durch dieses Gefühl wird man geschützt, wenn das Herz, wie gesagt, rein ist. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq, wal-ithmu ma haka fi sadrik, wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Die Güte, ist das gute Benehmen. Und Sünde ist das,
was dich im Inneren juckt. Ja? Was dich im Inneren juckt und du möchtest nicht, dass Menschen davon erfahren. Manchmal braucht man den Gelehrten nicht zu fragen. Ja, weil man hat schon dieses Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Aber das hat man nur dann, wenn das Herz gesund ist. Ansonsten, wenn das Herz krank ist, wenn es voller Sünden ist, voller Sündhaftigkeit, wenn es Sünde begehrt, ja, dann funktioniert der Kompass nicht. Was ein weiterer Grund dafür ist, dass wir unser Herz reinhalten mögen. Das hat übrigens Imam Muslim verifiziert und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, auf einen Fragenden antwortend, ja, der fragte, was ist die Güte, was ist Birr? Und er sagte ihm, istafti qalbak, frag dein Herz. Istafti qalbak, albirru ma matma'annat ilayhi an-nafs. Ja, die Güte ist das, wo die Seele Beruhigung findet. Allah Ta'ala gab uns diesen Kompass mit, Alhamdulillah. Und das ist Güte, da wo du dich beruhigt fühlst. وَطَمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبِ. Und das, wo das Herz auch sich wohlfühlt. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ. Und die Sünde ist das, was in dir kratzt und was in dir ein Hin und Her auslöst, ein Schwanken, ein Zweifeln auslöst. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ وَأَفْتُكَ. Selbst wenn du quasi eine Fatwa bekommst von den Menschen. Und hiermit ist auch der Mufti gemeint natürlich. Ja? Und Ibn Qayyim hat gesagt, dies kommentierend, selbst wenn der Mufti dir dieses oder jenes sagt, weil offenkundig sieht es so aus, oberflächlich sieht es so aus, aber du weißt Dinge, die der Mufti vielleicht nicht weiß. Oder du weißt, er hat gewisse Dinge übersehen, die er eigentlich hätte beachten sollen. Dann darfst du nicht nach dem gehen, was der Gelehrte dir gesagt hat. Sondern du, wie der Prophet auch davor warnte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ich bin ein Mensch, wenn ich urteile und jemand nimmt dieses Urteil an, wohl wissend, dass aufgrund dessen, dass nicht alle Informationen dem Richter präsent waren, in diesem Fall der Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam, der nimmt nur ein Stück glühende Kohle an. Im Sinne von, das ist eine Warnung vor jenseitiger Strafe. Und dieser Kompass, liebe Geschwister, den müssen wir reinhalten. Den müssen wir schützen. So wie ein Kompass auch von Metallen und von Magneten beeinflusst wird, ja, sind unsere Magneten und unsere Metalle von unserer Seele, ja, die uns negativ beeinflussen, das Sündhafte. Und die gute Tat, ja, lässt zu, die guten Taten lassen zu, dass dieses Herz, ja, einen funktionierenden Kompass mit dem Diener mitgibt. Das ist ein großes Geschenk von Allah Ta'ala, liebe Geschwister. Wir mögen also unser Herz reinhalten. Ja Allah, ja Mujib, Erhörer des Bittgebets, wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute, und lass uns zu diesen Gefolgsleuten zählen, O Allah. O Allah, lass uns Nachbarn vom Propheten Muhammad sein, sallallahu alaihi wasallam. O Allah, bitte schenke uns die gute Tat, dass wir uns um Witwen und Waisen kümmern. Allahumma amin. O Allah, bitte lasse uns eine aktive Körperzelle sein, die sich mit den anderen Körperzellen solidarisiert, O Allah. Lasse uns wirksam sein, O Allah, dass die Ummah sich wie ein Körper fühlt, O Allah. Allahumma amin. Lasse uns diese Distanzen überbrücken, O Allah, und die Geschwisterlichkeit wiederherstellen und die Verantwortung für uns wiederherstellen, O Allah. O Allah, bitte schenke jedem von uns ein Waisenkind, worum wir uns kümmern können, sei es ein Pflegekind, was in unserer Wohnung, in unserem Haus wohnt, sei es ein Waisenkind, was von uns finanziell unterstützt wird, O Allah, bitte schenke uns diese Tat und vergib uns unsere Sünden und unsere Nachlässigkeiten und unsere Verfehlungen und sieh über unsere Mängel hinweg. Und bewährt uns nach unseren besten Taten, O Allah, und streiche sogar die Guten, auf das du nur unser Bestes hast in deine Abrechnung aufgenommen, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns das fünfmalige Gebet lieben, O Allah. Es poliert unser Herz rein. O Allah, bitte lass uns den Gang in die Moschee lieben. Lass uns den Einsatz in der Umma lieben. Bitte schenke uns
ein, zwei, drei, vier Aufgaben, Orla, die wir verantworten. Dinge, um die wir uns kümmern, Orla. Schenke uns Mitgliedschaft in einer Gruppe, die sich um Dinge kümmert, Orla, die dein Wohlgefallen erlangen. Orla, bitte schütze unsere Kinder vor den Verführungen, vor dem Schlechten, vor den Aggressionen, Orla. Orla, bitte befreie unsere Geschwister, die bekriegt werden, die in Gefangenschaft sind, die ihre Heimat verlassen mussten. Bitte schenke ihnen Rückkehr, schenke uns Selbstbestimmung, Orla, auf dass wir dir allein dienen mögen und auf dass wir die Schwachen und die Verfolgten beschützen mögen und auf dass es kein Unrecht gibt, Orla. Orla, wir bitten dich um all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und wir suchen Schutz und Zuflucht vor dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Und dieses Bittgebet ist ausreichend. Doch wissen wir, Orla, dass du die Bittenden liebst und dass du denjenigen zürnst, die dich nicht bitten, weswegen wir reichlich und viel und häufig dich bitten, Orla. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.